Ein Tod am Kreuz ist ein unglaublich brutaler Erstickungstod. Deswegen hat man in der Antike zu Beginn das Kreuz nicht gern dargestellt. Es war nicht etwas, was man gern sehen wollte. Erst als Kaiser Konstantin die Kreuzigungsstrafe verboten hat und niemand mehr gekreuzigt wurde, hat man sich getraut, Jesus als Gekreuzigten darzustellen. Und Darstellungen des gekreuzigten Jesus sind auch in biblische Bücher und als Illustration in Bibeln hineingekommen. Aber man sieht immer wieder, dass die Illustrationen mit dem Kreuz nicht ganz einfach waren und Menschen Schwierigkeiten gemacht haben. Wie man mit diesen Schwierigkeiten umging, sieht man wunderschön an einem karolingischen Gelehrten, Rabanus Maurus, der im 8. und 9. Jahrhundert lebte. Er schrieb nicht nur ein Buch über das Kreuz, sondern er hat es auch illustriert und hat versucht, mit seinen Illustrationen zu zeigen, wie der eine brutal am Kreuz hingerichtete doch das Heil der Welt war. Man sieht auf der einen Abbildung Christus am Kreuz hängen und liest dazu den Text: Ans Kreuz gestellt gab Gott die Krone auf dem Haupt. Hier ist Gott Anfang und Ende, Aufgang, Licht und des Vaters Bild, Mund, Abglanz, Ehre. Christus, das eine Wesen mit dem Vater. Und hier sieht man tatsächlich Christus. Was das Kreuz bedeutet, das drückt Rabanus in einer Abbildung aus, die in Kreuzesgestalt angelegt ist. Man liest nämlich das Kreuz, das Heil der Welt. Und diese beiden lateinischen Worte sind wie das ganze Gedicht in Kreuzform in seinem Buch gemalt.